So, ich bin wieder da. Ich habe meine erste Fuhre rüber transportiert. Mehr als eine Fuhre am Tag kriege ich nicht hin. Zumal ich ja den halben Morgen gebraucht habe, um das von meinem Gebäude wieder alles ein bisschen zu befestigen und auch Stärke zu befestigen. Auch noch mit Eisenteilen. Auch wenn ich immer noch so das Gefühl habe, das ist letztlich total für den Arsch, weil sich diese Zombies ja ohnehin durch egal was durcharbeiten. Ich habe das auch mal draußen begutachtet. Ich habe keine Ahnung, was die da zerstört haben bei ihrer Buddelaktion. Es muss irgendwas mit Treibstoff gewesen sein oder von mir aus auch Sprengstoff. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da ein riesiger Krater genau neben dem Gebäude. Keine Ahnung, was die da getrieben haben. Ich finde es ja faszinierend, dass die nicht nur aus dem Krater dann rausgekommen sind, sondern auch nur irgendwie mit Zombie-Hüpfkraft über meine Barrikaden drüber. Also letztlich ist Gebäudebau wohl notwendig, Basenbau, weil man ja nachts sonst irgendwo in der Pampa steht. Aber gegen die Zombies bringt es halt irgendwie nichts. Also das finde ich letztlich absurd. Das sollten die vielleicht mal überarbeiten, dass sich ein Zombie durch massive Steinmauern und Stahlplatten arbeitet. Und das innerhalb von 5 Minuten. Also das finde ich halt echt ein bisschen behämmert. Interessant ist, deshalb schalte ich euch jetzt dazu, es ist wieder Nacht. Ich bin in meinem Gebäude. Ich habe das, wie gesagt, ein bisschen verstärkt. Krempel geholt, Wasser nochmal geholt. Alles wieder ein bisschen flott gemacht. Problem, ich habe keine 9 mm Munition gefunden. Ich habe jetzt nur eine Handvoll Pfeile in meinem Inventar. Ich habe so das Gefühl, ich werde diese Nacht nicht überleben. Ich überlege auch gerade, weil gerade eben setzt eine ganz seltsame Musik ein. Wir haben Tag 7 und es setzt eine seltsame Musik ein. Vielleicht bedeutet das 7 Days to Die, dass am siebten Tag irgendwie die absolute Monsterwelle auf mich losschwappen wird. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass ich das so oder so nicht überleben werde, würde und deshalb es vielleicht schlau wäre, mein Inventar zu leeren in die Kiste, sodass sobald ich unweigerlich sterbe, ich nach dem Respawn zumindest mein Zeug weiterhin habe. Weil wenn ich so keine Chance habe, dann, ja, versteht ihr das Ding? Ist halt die Frage. Gucken wir mal. Also sie kommen, es geht los, ich lege mein Zeug ab. In der siebten Nacht kommt die Horde und bricht durch stahlverstärkte Türen. Zwei Stück. Also, Freunde der Nacht, ich würde sagen, dass da ich gerade eben gestorben bin. Gut, also da zu respawnen macht schon mal keinen Sinn. Ja. Okay. Ah, okay. Das ist die Brücke bei meinem Ding. Ich bin etwas außerhalb. Was sind denn das eigentlich für krasse? Also ich meine, das hat ja mit dem Ankommen
Gefäß schwimmen. Ja, Zombies schwimmen. Gut, klar, warum auch nicht? Die brauchen ja keine Angst haben vor mehr Trinken, gell? Also in der siebten Nacht stellen wir fest, geht es hier richtig zur Sache. Da kommt die Horde, angeführt von der Mama von Fatty McFat, und überrennt mich und alles andere. Und sie sind halt bluthundmäßig drauf. Also sie lassen sich auch nicht abschütteln. Vielleicht nicht doof gewesen, wenn ich bei meinem Lager hier an dem Dingsbums in der Leiter das so angebracht hätte. Die Horde ist immer noch in meiner Hütte, ne? Und arbeitet sich da gerade durch die Fronttür, um an den Strand zu kommen. Ich mach meine Basis total kaputt. Meine Bande. Ich hätte eine Leiter oder so an der Außenseite, da kommen sie gerannt. An der Außenseite befestigen sollen. Und dann hätte ich aufs Dach gekonnt und dann halt die Leiter abbauen. Ist halt die Frage, können die Spider-Man an der Außenwand hochklettern? Und noch einer. Und noch einer. Und noch
bleibt mein Gepäck liegen. Da habe ich jetzt zwei Gepäcks. Einmal das mit den drei Aloe Vera Pflanzen und einmal das mit meinen Klamotten. Fragen über Fragen. Aufgenommen habe, das dann quasi als aktueller Rucksack betrachtet wird und der alte Rucksack dadurch verschwindet. Ah, hier kann ich euch auch mal den Krater zeigen, den die da produziert haben. Das finde ich total faszinierend. Und jetzt sehe ich von hier aus schon diesen seltsamen Anbau, den ich da mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Holz und teilweise auch Eisen hochgezogen habe, um das so stark zu befestigen, um die einfach mal fernzuhalten. Und das hat ja offensichtlich funktioniert, weil diesmal sind sie durch den Haupteingang gekommen.